Ich wollte eigentlich noch mal kurz was zu Aktivismus sagen. Ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen was generell zu Aktivismus sagen, weil ich meine, es ist auch schön und gut, dass ihr immer alle regelmäßig hier seid. Aber ich fände es eigentlich noch cooler, oder ich weiß nicht, was ihr sonst noch so nebenbei macht, weil ich denke, es würde mir auch was bringen, wenn jeder, der quasi aktiv sein will und irgendwie Öffentlichkeit informieren will und Aktionen setzen, auch quasi mehr eine Initiative ergreifen könnte. Oder ich meine, viele Leute würden gerne was machen, aber sie schaffen irgendwie den Staat nicht, habe ich so einen Eindruck. Und es wäre eigentlich cool, wenn es irgendwie so außerhalb von den Mahnwachen so mehrere, ja, ich sag mal so Peergruppen, Peer-to-Peer-Gruppen gibt oder so, also so kleine Themengruppen, die sich vielleicht zum Beispiel manche, die gehen voll ab aufs Geldsystem oder so, dass die sich irgendwie zusammenfinden zum Beispiel und dann vielleicht einfach mal eine kleine Aktion irgendwie starten, irgendwo in einer Fußgängerzone, vielleicht Leute informieren, sowas halt. Ja, man kann auch irgendwie so Flashmobs machen, ja, man kann auch irgendwie eine andere Gruppe, die hat vielleicht irgendwie das Thema, was ich Aufrüstung in der EU jetzt, was jetzt auch ganz stark ist und so. Da, also jemand, der dafür brennt oder so, der soll vielleicht einfach mal irgendwie die Initiative ergreifen. Man muss ja auch jetzt da nicht wahnsinnig groß, weil jetzt gleich eine riesige Demo irgendwie starten oder irgendwie, was ich, ja, total da im Mittelpunkt sein. Nicht jeder ist ein richtiger Redner oder so. Man kann ja auch irgendwie so ein Klein was machen, zum Beispiel irgendwie packen. Trifft sich mit Leuten und plakatiert mal irgendwie eine halbe Stadt voll oder so oder verteilt halt ein paar Flyer, sowas halt. Ne? Das eine ergibt dann das andere. Also ich zum Beispiel bin ja eher, ja, mein Steckenpferd sind ja die Schreiben und so. Und ich hätte jetzt eigentlich auch im Prinzip jetzt eine Gruppe gefunden, die jetzt sich speziell halt auch mit dem Thema jetzt befasst. Und ja, wer Interesse hat, kann sich auch bei mir melden. Eine andere Sache, die ich vielleicht noch ansprechen wollte, ist, die mir jetzt am Wochenende so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, ich mir jetzt ja die ganzen hysterischen Meldungen jetzt anhöre, was ich da in Brisbane und so, da habe ich mir schon so gedacht, irgendwie, vielleicht sollte man jetzt auch schon ein bisschen Realismus in die Köpfe quasi angekommen sein und vielleicht sollte man auch schon ein bisschen drüber nachdenken, auch über Krisenvorsorge. Also zumindest die wichtigsten Sachen, also zum Beispiel was Wasserversorgung angeht. Ich habe mir zum Beispiel, es gibt da so im Outdoor-Bereich, gibt es zum Beispiel so einen Wasserfilter. Also da kann man theoretisch eigentlich irgendwie aus der Donau ein bisschen Wasser holen, kann dann das durch so einen Keramikfilter durchlaufen lassen. Der kostet ungefähr 300 Euro so ein Ding. Und wer noch ein bisschen Geld hat oder so, könnte. Ich würde jedem anraten, sich vielleicht das eine oder andere vielleicht dann jetzt doch schon zulegen. Man weiß ja nie, was kommt. Es muss ja auch kein Krieg jetzt ausbrechen. Es reicht ja zum Beispiel auch, wenn irgendwie ein Cyberangriff irgendwie die Wasserversorgung zum Beispiel lahmlegt. Ich meine, so Kleinigkeiten können immer passieren. Also Kleinigkeiten ist jetzt nicht. Naja, aber weil ich sage es mal so, ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Das ist meine Meinung.